Squirtle Squad! Squirtle Squad! Oh ja. Ich hab A gedrückt. Komm, du blöde Kiste. Komm mit. Ich hab keinen Bock auf Sperenzien jetzt. So, apropos Sperenzien, ich suche jetzt erstmal die Dark World ab. Ob ich da irgendwelche coolen Sachen finde. Wir haben ja noch die Hype Cave zu machen. Wir haben so viel zu tun, Leute. Damit wir hier schöne Items kriegen. Jawollo. Okay, das aufmachen. Wüms. Kann ich eigentlich diese Kiste hier mitnehmen, ohne die Handschuhe zu haben? Frage ich mich gerade. Nee, ne? Geht nicht. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber jetzt wird es gerade so ein bisschen wichtig, dass ich das weiß. Wichtig. Ach ja, ich habe ja schon ein Schwert Numero 2. Das ist dann geil. Dann kriegen wir Thief Zone einfach so weggerannt. Das wird easy peasy, Leute. Easy peasy. Moin. Können wir denn theoretisch eigentlich auch den Wasser-Dungeon machen? Soweit wir kommen? Frage ich mich gerade. Ich glaube, ja. Da sind wir schon relativ gut dabei, oder nicht? Ach, und ich vergesse natürlich die ganze Zeit, dass wir hier einen Key Sanity machen. Das ist schon ein schlimmer Randomizer. Also, da muss man sich auch keine Illusionen machen. Das ist schon eine anstrengende Geschichte. Hallo! Ah, yes, baby. Das sind doch Sachen, die man gerne hat. Yes, yes, yes. Brrr. Oh, jetzt haben wir diesen... Das ist doch so ein schönes Gegenständle. Das ist so ein schönes Gegenständle. Ich bin begeistert. Aber bevor meine Begeisterung sich in einen großen, nicht abzuwenden Schaden verkehrt, möchte ich eben nochmal in die andere Höhle. Ja. Die ich offensichtlich auch aufsprengen muss. Wo ich auch nicht zu Ende gedacht habe jetzt, mit dem Platz, wo mein Laser hier ist. Aber es geht, guck mal, einfach so dran vorbei. Yep, 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 yep. Hallo. Hallo, gute Frau. Well done, Lettuce. Ich bin kein Lettuce, ich bin Shiggy. Sehe ich aus wie Bisasam oder was? Tante, machen Sie mal die Augen auf. Machen Sie mal die Augen auf. So jeder doch nicht. Okay. Ach, irgendwann schaffe ich's. Irgendwann passt mein Timing so, dass ich das schaffe. Moin. Ein Herzteil. Das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir jetzt nämlich ein neues Herz. Oh Mann, das ist viel zu laut. 6 und Leute. Ah, yes. 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 Yeah, boy. Okay. Oh, da, diese Hype Cave. Diese Hype Cave, die hat uns alle glücklich gemacht. Wir können jetzt so viele Sachen schaffen. Zumindest auf dem Papier. Das heißt ja nicht, dass wir die Dungeons wirklich durchkriegen. Hohohoho. Normalerweise denkst du ja, oh, ich habe das Item. Ich weiß ungefähr, was ich brauche und fertig ist der Lack. Hier nicht. Hier muss er dann auch nochmal überlegen, habe ich denn genug Schlüssel für sowas? Nee. Habe ich natürlich wieder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. War da ein Herzteil? Schauen wir uns das mal an. Hi. Ach, 3 Bomben. Auch nicht zu verachten. Auch nicht zu verachten, Leute. Habe ich denn schon den, den Unsichtbarkeitsmantel habe ich nicht, ne? Nö. Was soll ich denn auch damit? Was soll ich denn auch damit? Ich brauche doch keine Sachen. Erzähl mir doch nichts über Sachen. So, jetzt gehen wir mal safe and quit machen hier. Ich habe die Flöte noch nicht. Das ist so nervig. Ohne Flöte kein Spaß. Naja. Gucken wir mal oben rum. Hallo. Ach, ich hätte mich ja hochheilen können, ne? Bei ihm. Das macht immer so viel Spaß. Okay. Und diesmal bin ich nicht verwirrt wegen der, Labyrinth-Situation da auf der rechten Seite des Berges. Bin ich nicht. Mit Ansagen, Leute. Ich schaffe das jetzt diesmal. Ohne, dass ich mich verwirren lasse von diesem Ding. Und ohne, dass ich sage, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo hier alles ist. Meine. Ich mache das jetzt einfach fertig, so. Mit Ansagen. Oh ja, gib mir die Fee. Gib die dreckige Fee jetzt. Oh. Er damit! Oh Mann! Was ist hier denn los? Shiggy! Gib dir doch mal Mühe, du dreckige Kröte! Oh Mann. Na toll, ihr habt wieder nichts für den Maddie. Ist okay. Ist okay. Maddie braucht ja auch nichts. Hier brauchen wir wirklich nicht. Wir schaffen das doch hier jetzt easy peasy durch. Okay.
erstmal hier runter. Das ist Schritt 1. Hier runter ist Schritt 1. Hier haben wir nämlich auch nochmal wieder eine richtige Kistenveranstaltung. Hi. So, was haben wir hier? Ein Kompass, und zwar für Skullwoods. Ja, juckt. Eine Karte für Ganon's Tower. Juckt ebenso utopisch. Oh, und jetzt erstmal mit dem Shigi hier hoch. Hallo, ich bin Shigi. Nein, nicht runter. Oh Mann, blödes Shigi. Rauf! Rauf, Shigi, lauf! Ein besoffenes Shigi. Okay, so ist einfacher. So, wie war das? Boomerang ging, ne? Weiß man auch nicht warum. Okay, ein Kompass. Hier, ne? Das ist alles Müll hier drin. Was soll ich denn damit anfangen? Ach, komm schon. Komm schon. Vor allem, mir sagen die Items ja auch nichts. Mir sagen die alle nichts. Ich sag doch, ja, ja, cool, ein Item, ne? Hier ist der Shop. Ich will mir den Shop einmal angucken. Vielleicht ist im Shop mal wieder was Falsches. Nee, der Shop hat die coolen Sachen. Shop hat coole Sache. Ich ist wie le Shop. Hello, ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier rauskomme, aber ist okay. Dieser ganze Berg ist irgendwie nicht durchdacht. Aber das interessiert auch keinen. Holen wir uns erstmal noch ein paar Feen ab hier. Ich kann ja keine Feen mitnehmen. Wir wissen ja, dafür müssen wir Aghanim machen. Obwohl, Aghanim machen ist ja eigentlich auch mal eine Option. Das können wir ja tun eigentlich, ne? Ja. Wenn uns da nicht irgendwelche Schlüssel noch fehlen. Das weiß ich jetzt gerade an der Stelle nicht. Können wir mal fein Aghanim machen, ne? Puh. Das wäre so eine Zeitersparnis. Wenn man hier schon wüsste, worauf man sich einlässt. Ich weiß, hier bin ich falsch. Das ist auch so frech gelaufen hier. Weil das hier nirgendwo hinführt. Das ist so ein richtiger Selbstzweck, dieses Ding. Das erfüllt einfach nur einen Selbstzweck. So ein Unsinn. Oh, mir schwitzen die Hände, Leute. Wisst ihr eigentlich, wie warm es draußen ist? Und ich müsste theoretisch noch 3 Kapitel Boetius übersetzen. Aber ich habe einfach gerade gar keinen Bock darauf. Und irgendwann tut... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so psychosomatisches Rückenleiden habe. Ja, habe ich auch. Jedes Mal, wenn ich übersetzen muss oder daran denke zu übersetzen, dann tut es mir einfach weh. Das ist so ein bisschen wie bei, kennt ihr diese alte Folge von Silly Symphony mit Donald Duck und so einem fetten Schwein, die nicht bei der Maisernte helfen wollen? So fühle ich mich dann. Natürlich bin ich dann derjenige, der dann auch nicht mitessen darf, aber ist mir egal. Wer frisst denn gerne Mais? Sagen wir mal ehrlich. Wer macht das denn? Niemand, Leute. Niemand isst gerne Mais. Und wenn du sagst, du isst gerne Mais, bist du einfach ein Lügner. Okay, was haben wir hier? Eine Karte. Domus Arboretum. Yes. Hier war das. Da wollte ich hin. Nein, Melly, da wollte ich nicht hin. Doch, hier wollte ich hin. Hier wollte ich definitiv hin. Definitiv wollte ich hin. Tschüsschen. Tschüsschen. See ya in hell, Kumpelit. Seh ja in hell, Kumpelit. Und raus hier. Moin. Und jetzt die Kiste, Leute. Yeah. Ich hasse es. Es war noch nie was Gutes in dieser Kiste. Es war noch nie was Gutes. Du musst den ganzen Berg rauf und runter. Es ist einfach nichts da drin. Und alle so, die Kiste muss man näher. Nein, diese dreckige Kiste interessiert einfach kein Schwein hier auf diesem Sp. Ja. So nämlich. Okay, wie komme ich denn jetzt? Ich kann. So. Geh weg, du kleiner Vogel. Ich hasse dich. Gehen Sie weg, Herr Vögelske. Schöne Wüpper. Tiens. Arthur et ton perroquet. Okay, wo haben wir denn hier mal. Das ist. So ist es nämlich nett. Einfach so ein Berg ohne so viele Eingänge. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier rein und da ist ein direkter Laden drin. Hallo! Ich könnte ein Herz für einen Zehner kaufen. Das ist auch so wie bei Amazon, so einzelne Folgen von irgendeiner Serie für 2,99 € kaufen. Da denkst du dir, ja komm, so teuer ist das nicht, ne? Aber dann kaufst du die ganze Staffel und machst mal eine Hochrechnung. Da hast du wieder 20 € bezahlt. Und Leute, hier, sorry not sorry, ich würde
die haben zum Beispiel Legion. Legion ist eine saugeile Serie, kann ich euch nur empfehlen. Aber die haben Legion, nur, momentan zumindest in Deutschland, als Digitalerwerb. Und ich kaufe mir noch keine Serie, die ich super gut finde, als Digital, Kopie, wenn ich die einfach im Schrank stehen haben könnte. Mach ich doch nicht. Und die kann man ja nicht im Schrank stehen haben, weil es eben noch nicht raus ist. Map of Hyrule Castle, ja, dankeschön. Hyrule Castle ist auch so verwirrend, dass man da unbedingt eine Karte braucht. Und so Sachen wie Misery Mire, da findest du schnell durch. Aber Hyrule Castle, oh, da musst du schon gucken. Da musst du schon mal aufpassen. Nee, also, die haben Legion Staffel 2 für 25 Euro da drin. Digital lediglich. Nicht als Blu-ray oder was auch immer. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das mache ich nicht. Das ist mir dann zu blöd. Okay. Ganon's Tower. Wir können bald Ganon's Tower machen und dann sind wir einfach fertig mit allem. Ja, Kokain, Baby. Oh, behave. Ja. Ice Palace. Oh ja. Hä? Na gut. Ich will aber trotzdem noch wissen, wozu diese Karte gehört. Ja, schon wieder daneben gegriffen, ne? Ja, die da oben. Die will ich. Ich finde, Shiggy guckt auch so ein bisschen pissig jedes Mal. Kein Randomizer ist komplett, ohne dass Maddie da rechts gegen klopft. Ich bin kein Lettuce, Junge. Ich bin Shiggy, nix Bisasam. Diese Fee ist einfach farbenblind. Und die Fee so, nein, ich bin doch nicht schade, farbenblind. Und ich so, doch, bist du. Du bist farbenblind. Gute Frau, sehen Sie es ein. Und sie so, aha, I will remember you. Okay. Einmal die Karte. Misery Mire, yeah. Hast du jetzt schon die Karte? Weißt du jetzt schon, worauf du dich einlassen kannst? Ach ja. Wunderschön. Wunderschön. Na gut. Dann wollen wir uns mal dieser neuen Herausforderung hier in diesem Spiel stellen. Und diese Herausforderung, die lässt uns alle ziemlich stark erblühen, weil wir alle glückliche Menschen sind. Vor allen Dingen, warum hat Shiggy eigentlich eine Glatze? Ich finde, Shiggy sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein alter Opa. Ja? Oh, der Maddie musste eben einen Schluck Wasser trinken. Warte mal. Hier, blöd. Ich kann doch noch zwei Sachen machen. Warum mache ich das denn nicht? Ich kann doch drei Sachen. Vier, fünf, sechs Sachen kann ich noch machen. Ich könnte doch zu König Zora und für 500 Euro könnte ich mir dann einfach ein paar, was auch immer der hat, holen. Aber hier haben wir wieder hier. Guck mal. Ja. Oh. Also du fängst einfach an zu... Uiuiui. Ey, komm. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe, guter Mann. Ich lass mich doch hier nicht verarschen von euch. Das ist doch nicht richtig, das will ich nicht. Hi. Ach, komm. Bangs! Yes. Und jetzt Nummer 2. 300 Rubine. Cool. 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 Aber wisst ihr was? Wir machen das anders. Maddie, das ist wieder so eine Maddie-Geschichte. Maddie läuft durch die ganze Welt, nur damit er jetzt nicht hier Thieves Town machen muss. Das ist ein Maddie. Das ist ein klassischer Maddie. Einfach überall hin. Hauptsache nicht dahin, wo du hin musst. Das ist okay, Maddie. Mach. Die Welt steht dir offen. Da macht er sogar solche Sachen hier. Nur um nicht Thieves Town zu machen. Das ist ein Pfundskerl, man glaubt es kaum. 850 Euro. Ja, glaub mal. Der Maddie, der geht gleich auch noch zu König Zora. Das macht er noch. Nur damit er nicht Thieves Town machen muss. Oh ja. Ach so, ich habe keinen Hammer, Kacke. Ich vergesse das immer. Mann! Oh! Ich vergesse es immer. Ich gehe jetzt nicht. Obwohl, vielleicht brauche ich ja den Schlüssel bei König Zora. Das ist doch doof. Wie komme ich denn da schnell hin? Sanctuary, ne? Und dann rechts rüber und Attacke. Och, ja. Nee, Linkshaus wäre schneller gewesen. Ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt die große Hafenrundfahrt hier. Juckt!
Obwohl, habe ich eigentlich da die Schatzkisten aus der Feenhöhle mitgenommen? Ich glaube nämlich nicht. Alle so. Empörung intensiviert sich. Ja, ist okay. Verstehe ich. Verstehe, ich habe Maddie wieder nicht mitgenommen, ne? Und dann sagt er wieder, Maddie, der vergisst und übersieht wieder alles. Lass es nicht vergessen, das ist Aufschieben. Vermeidungstaktik nennt man das. Ja, ja. Oh, das ist Shigi so böse. Der macht gerade Shigi Erde hier unten. Jeder macht Shigi Erde. Ach, guck mal, das Schwein gerumst hier. Das hat sich den Tag auch anders vorgestellt. Oh, Mann. Ein bisschen Mitleid hat man dann ja doch, ne? Ein bisschen Mitleid hat man dann doch. Ich habe sehr viel Mitleid, Kinder. Gegenüber dem Schwein. Gegenüber allen. Die sich selber auch als Schweine bezeichnen würden. Das ist es ja gerade. Geschlecht, Doppelpunkt, Schwein. Apache-Kampfhubschrauber. Hallo. So, lassen Sie mich jetzt mal buddeln hier. Im Game Boy Advance-Teil kannst du übrigens auch nach oben buddeln. Kannst du hier nicht. Yes! Shigi mit der blauen Rüstung. Das ist doch viel besser. So, Misery Meyer kann kommen. Thieves Town kann, können alle vorbeikommen. Interessiert mich einfach nicht mehr. Die reiße ich direkt um. Misery Meyer, Thieves Town. Alles doch ein Quatsch hier. Ah! Das ist immer so ein Moment. Wie wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sich, wenn man denkt, da wäre keine Glasscheibe, aber dann ist da doch eine und dann rennst du einfach voll dagegen und dann tun dir hinter die Zähne weh. Ah! Dark Palace, ja. Es lässt sich langsam ein Bild malen. Ein schönes Bild. Könnte man sagen. Ein sehr schönes Bild. Und morgen malen wir weiter.